Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Seasons of the Fall. Ja, ich war lange raus. Ihr kriegt es ja selber nicht mit. Ich hoffe, ich habe es jetzt auf der Fall. Habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ihr kriegt das ja nicht mit, wenn ich lange nicht mehr zocke, weil für euch laufen die Folgen ja durchgehend. Aber ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ich weiß nur, dass wir zurück zum Bären sollten, weil das mit der Knospe und dem und dran alles nicht funktioniert hat und ja, unser lieber Fuchs ja tot ist und wir jetzt so eine Art Geisterfuchs steuern. Sie hat die Jahreszeiten, aber es hatte alles nicht so funktioniert, wie sie wollte. Wer sie ist, ich weiß es gar nicht mehr genau. Genau, wir gehen jetzt erstmal weiter. Hui. Erstmal gucken zum Bären. Und dann werden wir ja schon mitkriegen, was dann als nächstes passieren sollte. Huch, ich bin jetzt erschrocken. Hey du, der du hier überall herumläufst und hüpfst. Ja, du. Wer bist du? Eine Knospe? Du? Dass ich nicht lache. Wer hat dir die Idee in den Kopf gesetzt? Selbst wenn du so aussiehst. Ein Fuchs bist du jedenfalls nicht. Warte mal. Ich kenne eine Knospe, ja. Aber ich spüre ihre Präsenz nicht. Irgendetwas stimmt nicht in diesem Wald. Wieso sind die anderen Hüter eingeschlafen? Du scheinst darüber mehr zu wissen als ich, Fuchs. Wenn du so schlau bist, wie du aussiehst, dann hilf mir doch, das alles zu verstehen. Ups, hallo. Oh, ich muss einmal. Vielleicht bist du schon an einem dieser riesigen Steine vorbeigekommen, die über den ganzen Wald verstreut sind. Wenn du mir helfen willst, so begib dich zu einem von ihnen. Ich werde dir anschließend erklären, wie du dich nützlich machen kannst. Okay, gut. Der Stein. Ich glaube, die waren alle in den hinteren Bereichen. Hui. In den hinteren Bereichen waren die alles. Genau, so war das. Ich muss ja erstmal wieder gucken, wie das hier läuft. Ab nach oben. So, wir sollen die Steine wohl befreien. Dann wollen wir doch mal gucken, wie wir das am besten machen. Ne, ich muss da oben. Ja, der ist so ein Knöppelken. Hier noch nicht. Ach so, ja, genau. Pilz. Da muss man jetzt die Jahreszeiten wechseln. Der Pilz wächst nämlich nur im Herbst.
Jetzt machen wir wieder den Sommer. Was zum Beispiel ist das da oben? Da ist... Das hatte ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Oha. Okay. Lauf du mal. Ja, du kannst auch darüber laufen, ist mir auch egal. Genau, mach du mal da den Pilz. Ja. Sieht sehr gut aus. Oh. Warte mal, muss es Sommer sein, damit die sich... Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Ich glaube nämlich, dass unsere Blume genau das Ding frisst und... Aha. Upsala. Zack. Ja... Hier muss noch mal so ein Dingens dran. Aber was geht hier nur vor? Wer hat das getan? Die Steine des Windes wurden mit Siegeln versehen. Wir müssen die Siegel unbedingt brechen, denn sie halten die Winde gefangen. Ich würde es gerne selbst tun, aber ich bin noch zu schwach. Dieser Stein beherbergt den kältesten und stärksten der vier Winde, den Blizzard. Lianen umschließen den Stein und hindern ihn am Atmen. Ich bitte dich, Fuchs, finde einen Weg, den Stein zu befreien. Blume? Okay, das wird kein Problem sein. Denke ich. Muss man erstmal hier trotz alledem ein bisschen... gucken. Wie komme ich denn... Ich brauche noch so einen Krebs. Okay, hier habe ich wieder so ein neues Ding. Aha. Okay. Wohin bringt mich das? Aha. Jetzt haut das Ding auch noch ab hier. Komm her. Muss dich einsetzen. Nimm du mal die Blume hier an. Genau. Sehr schön, 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 schön. Knöpfchen drücken. Knöpfchen drücken. Eine Liane fällt weg. Okay. Den Pilz machen wir mal auf. Und da ist auch gleich direkt ein Krebs dran. Lauf mal weiter, dich brauche ich da hinten.
Genau, wunderbar. Dann wachse, wachse, wachse. Upsala, der war doof. Jetzt kann ich hier weiter drücken. Hier. Und dann habe ich schon die zweite weg. Aber da hängt noch eine dran. Und die führt nach oben. Guck mal, nach oben. 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 Okay, den Pilz brauche ich nicht. Oben, hier lang. Upsala. Fuck. Ach, bei so einem schönen Spiel sollte man nicht fuck sagen. Ich muss weiter nach oben. Ich nehme mal hier den Zug, sag ich mal. Mhm. Da muss ich nach unten. Darüber. Oh. Du musst nach da. Genau. Dann kann ich da das Knöpfchen drücken. Da ist die Blume. Hier geht es, glaube ich, zu dem Bären. Das ist die Bärenhöhle, oder? Da guck mal. Fuchs, was machst du hier? Mach dir keine Sorgen um mich oder die anderen Hüter. Los, los! Es gibt so viele Dinge zu erledigen. Ich gehe ja schon wieder. Das kann aber noch was werden, wenn wir jetzt hier überall diese Dinger sammeln müssen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss hier auch nochmal. Ich weiß nicht. Hier ist ein Pil. Ah, guck mal, was da hinten ist. Und das muss bestimmt irgendwie. Mal eben hier Schnee machen. Weil ich habe hier jetzt auch kein. Ich habe hier keinen Pilz oder so. Nee, habe ich nicht. Nee, nee. Brauche ich aber vielleicht gar nicht. Oh. Nein, 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 nein. Okay, warte mal. Ich muss. Der darf nicht abhauen. Den muss ich woanders hinkriegen. Für mich aus könnte auch beide laufen. Das ist mir eigentlich auch Pillepalle. Nein! Mhm. Schon eigenartig, diese Krebse. Ich weiß nicht. Ah!
Es ist, macht also doch was. Es ist doch nützlich. Wahrscheinlich, um irgendwas zu betätigen oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist. Ich denke mal, es ist nicht verkehrt, wenn wir das aktivieren. Jetzt brauche ich einmal wieder den Schnee, damit ich hier rauskomme. Aber man muss definitiv den Herbst machen, sonst ist man hier so ein bisschen aufgeschmissen. Ich wusste es. Zack. So kommt man nämlich darum. Lalala. Da ist noch eine. Knospe. Da oben muss noch irgendwo einer sein. Da. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Wind kann erneut wehen. Er wird dich zur Knospe führen. Lass dich tragen, Fuchs. Okay. Oh, das sieht mega aus. Und so alles so in diesem dunklen Violett und Pink. Und er dann da im Türkis. Oh. Das ist die Knospe. Ich schätze mal, dass das da oben die vier Jahreszeiten sind. Und wir haben hier nur einen. Geht hier vor. Wer ist da? Hey, wie bist du hier reingekommen? Mein Schatz! Sieh nur, was du angestellt hast! Du hast einen meiner Schätze zerbrochen! Du hast hier nichts zu suchen! Verschwinde! Boah, da wurde aber einer sauer auf einmal. Was ist passiert, Fuchs? Oh. Hast du die Knospe gefunden? Ich sehe sie nirgendwo, aber ich beginne, ihre Präsenz zu spüren. Mir scheint sogar, dass ich ihre Stimme gehört habe. Sie muss dort versteckt sein, im Herzen des Heiligtums. Drei weitere Steine der Winde wurden mit Siegeln versehen. Ich brauche wirklich dringend deine Hilfe, Fuchs. Während du die Steine befreist, werde ich mich konzentrieren und versuchen, die Knospe zu finden. Natürlich. Ohne ihn wäre ich auch komplett aufgeschmissen. Wir sind nach oben gegangen. Oben war der Bär. Unten ist doch auch was, oder? Unten müsste ja der andere sein. Ich mache jetzt erstmal die Seite fertig. Brunnen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, dass das eine ein Bär ist, das andere dann ein Vogel. Aber was die anderen waren, weiß ich nicht mehr. Ach, guck mal, da haben wir schon eins. Aha. Das macht uns wieder einen Weg. Mhm.
Ui, okay. Wow. Hoppala. Gut, wir nehmen ihn. So geht's wahrscheinlich schneller einfach. Ja, ich geh mal. Komisches Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber ich geh einfach mal. Oh, ich wollte jetzt nicht ganz so weit runter. Ha. Nee. Okay, dann ich gehe jetzt erstmal nach oben. Und guck, was ich da oben alles zusammenkriege. Und dann gucke ich später nach unten. Oh. Ah ja. So komm ich wieder hoch. Warte mal. Wenn ich ja jetzt wieder hochkomme. Ja. Dann heißt das doch im Groben und Ganzen, dass hier doch irgendwo bestimmt so ein Ding ist, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, Krebs. Für komische Blasenkrebs. Ich mache die ganze Zeit nur Wege. Also richtig finden tue ich nichts. Da ist auch nichts. Was war das jetzt? Das. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ah ja, gut, ich bin wieder okay, ich bin wieder unten. Ah ja, Da ist gar nichts mehr. Also müsste ich doch etwas weiter gehen. Ich bin total überfordert gerade. War ich hier schon? Da ist nichts. Guck mal hier jetzt überall rum. Nee, so komme ich da nur. Da, da und da hoch. Ich glaube, ich muss nach unten. Aber wo ist denn dann der Stein?
Hier soll ja auch irgendwo der Stein sein. Ich bin vollkommen verwirrt. So, und da war ich jetzt auch. Genau, da geht's ja auch nicht mehr runter. Ich weiß nicht, wo der Stein sein soll. Jetzt bin ich wieder rausgegangen, glaube ich. Ja. Das ist ja auch nicht richtig. Ich muss da unten ja irgendwo hin. So, und vor allen Dingen ist das jetzt hier nur Schwierigkeitsgrad 2, laut den Blumen. Ich versuche jetzt mal erstmal oben zu bleiben. Das war jetzt nicht so schlau. So, ich versuche jetzt definitiv oben zu bleiben. Tack, tack, tack. Oben, 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 oben. Da geht's nach unten. So, jetzt bin ich oben. Er ist gerade abgesoffen. Da oben ist nichts. Also muss ich doch nach unten. Vielleicht führt er mich ja auch eigentlich so ein bisschen. Ja, okay, da werde ich nicht lang können. Also muss ich nach unten. Ich versuche es jetzt wirklich... Ich war jetzt oben. Da kann ich auch nicht mehr lang. Also ich kann wirklich nur nach unten. Okay, das funktioniert auch nicht mehr. Na? Okay, 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 okay. War ich hier hinten schon? Da ist nichts. Ich weiß nicht, was die Blumen jetzt verursacht haben. Im Frühling. Herbst, ne?
Jawohl. Aha, das hilft mir nicht. Ach, na gut, Leute, ich muss eh Schluss machen. Sag tschüss, bis zum nächsten.